Foto: Polizei EC-Kartenbetrüger gesucht. Telto: Die Polizei fahndet jetzt nach einem EC-Kartenbetrüger, der eine 65-jährige Frau in Telto um eine hohe Summe erleichtert hat. Die Tat hat sich bereits am 29. August ereignet, zwischen etwa 9 Uhr morgens und 18.40 Uhr abends. Der Unbekannte hatte der Frau die Geldbörse gestohlen und anschließend an einem Geldautomaten in der Zillendorfer Chaussee mit der EC-Karte seines Opfers hohe Summen abgehoben. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei unter Telefon 0331 550 80 entgegen. Brandstifter zünden Keller an. Kloster Lenin: Unbekannte haben am späten Donnerstagabend den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gülsdorfer Straße in Brand gesetzt. Die Täter zündeten dort Unrat an. Die starke Rauchentwicklung alarmierte mehrere Mieter, die die Feuerwehr riefen. Diese konnte das Feuer schnell löschen, Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach ausreichender Lüftung konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kripo ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. PNN